Was ein Schiedwetter. Wir hatten jetzt die letzten Tage richtig viel Sonne und das war auch super schön, aber heute möchte ich an meinem Auto weiter basteln und es regnet einfach übertrieben. Und es ist hier in der Halle super laut und das hört man sicherlich auch auf den Videos. Aber egal, was laber ich? Herzlich willkommen erstmal zu dem Video und vorab ein riesiges Dankeschön an euch. Mein Kanal wird unnormal heftig abonniert. Ich glaube, ich habe in den letzten 30 Tagen mal eben die Abonnentenzahl verdoppelt, was mich natürlich riesig freut. Und das darf natürlich auch gerne so weitergehen. Und gibt mir natürlich dementsprechend das Feedback, dass das gut ankommt, was ich hier mache. Naja, egal. Ihr seht schon im Hintergrund, ich habe jede Menge Zeugs da liegen und das hatte ich in meinem letzten Urlaub einfach im Auto liegen und das hat einfach super gestört. Sprich, es muss eine Lösung dafür her. Ich möchte heute einen Dachträger bauen und zwar werde ich nicht einfach irgendeinen Dachträger kaufen und den aufs Dach schrauben. Davon mal abgesehen, die Dinger eh super teuer, weil der VW T5 vorsteht oder warum auch immer. Und ich hatte mir überlegt, das Ganze aus Aluprofilen zu machen. Und wie ich das umsetzen werde, das könnt ihr jetzt in diesem Video sehen. Bleibt am besten dran und viel Spaß mit dem Video. So, damit der Dachträger nicht so arg aussieht, habe ich hier ein 30x30 mm Aluminiumprofil. Dieses schwarz eloxiert und sieht eigentlich ziemlich cool aus. Dazu aber später. Ich werde jetzt zunächst einmal mit der Basis anfangen. Und zwar habe ich dafür mir einen Stahlwinkel besorgt. Ich habe Zeichnungen erstellt und das Ganze vorher schon konstruiert. Die werde ich wie immer in meiner Dropbox für euch zur Verfügung stellen. Hier habe ich jetzt 40 mm Breite in der Nut hier und 4 M6 Buchsen zur Verfügung und der Winkel hatte nachher eine Höhe von 100 mm, sprich 40 mal 100 und ist 6 mm stark und dem werde ich jetzt erstmal zusehen. So, die Winkel habe ich jetzt zurechtgesägt. Und jetzt werde ich, damit die noch einigermaßen schier aussehen, noch eine Faser dran machen und dann geht es weiter. Die Winkel habe ich fast fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Bohrungen hier oben, die quasi nachher meine Aluprofile halten. Und die werde ich jetzt in dem nächsten Schritt einmal ermitteln. Dazu muss ich die jetzt einmal hier draufschrauben und kann dann mein Aluprofil ranhalten. Jetzt sieht man es ganz gut, warum ich das vorher einmal festmache. Ich habe jetzt quasi den hinteren und den vorderen Halter habe ich quasi befestigt und dann habe ich jetzt hier in der Mitte festgestellt, wie man sieht, steht er ein bisschen über. Und jetzt werde ich das so machen, dass ich die beiden vorderen Halter quasi einmal messe und die Bohrungen setze und bei den beiden mittleren Haltern habe ich eine ganz andere Bohrungshöhe und die werde ich dann auch dementsprechend so bohren. Das Ganze mache ich auf der anderen Seite und hoffe, dass das Ganze symmetrisch wird. So, die Bohrung habe ich jetzt gemessen und dementsprechend auch in den Haltern eingebracht. Das habe ich jetzt nicht nochmal gezeigt. Und im Anschluss werden die Teile jetzt lackiert. Da das ja ein ganz normaler Stahl ist und das garantiert weggammelt bei Feuchtigkeit und bei Regen, werde ich die jetzt noch einmal lackieren. Und ja, das steht als nächstes an.
Das Gröbste ist geschafft. Die Stahlwinkel habe ich zugesägt, ich habe die abgelenkt, ich habe Bohrungen oben reingemacht. Ich habe jetzt 4 Winkel, die sind auf ca. 80 mm Länge in der Höhe. Und die anderen 4 quasi für vorne und hinten, die habe ich auf 100 gelassen. Das hattet ihr ja vorher gesehen, da waren ja die Beine in der Mitte, die standen etwas über. Jetzt komme ich zu den Alu-Profilen. Ich habe für den Rahmen außenrum, habe ich hier 4 Stück, quasi 125 cm lang sind. Das ergibt also 2,50 m in der Länge nachher. Und ich habe hier die Streben quasi für die Fahrzeugbreite. Das sind 136 cm und da gehe ich jetzt im nächsten Schritt bei. Das ist scheiße, aber ich habe eine Idee. So Leute, ich bin durch für heute. Ich bin echt begeistert von meinem Roofrack. Ich meine, es ist eine preiswerte Alternative. Ich habe für die Alu-Profile ca. 130 bis 150 Euro ausgegeben, sprich mit den ganzen Winkeln, Verbindungsblechen und all was dazugehört. Dann war eben noch der Zuschnitt mit dabei. Also ich habe mir quasi vorher überlegt, was ich brauche und habe es direkt als Zuschnitt bekommen. Und dann habe ich noch ein bisschen Farbe und ein bisschen Schrauben gekauft im Baumarkt und da bin ich bei nicht mal 200 Euro gelandet. Und ich finde, das ist eine Alternative, die kann sich echt sehen lassen. Im Vergleich zu den ganzen überteuerten Roof Racks, die es so gibt auf dem Markt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, ich würde mich riesig freuen. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, kostet nichts, ist für euch frei. Und ich würde mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.